Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge des Nice Hoops Podcast. Ich bin wieder am Start. Niklas ist auch wieder am Start. Hallo Niklas, schön, dass du wieder da bist. Schön, dich zu sehen, Bruder. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Sehr schön. Und wir reden heute über das nächste Final Four, was ansteht. Wir hatten ja letztes Mal schon über das NCAA College Final Four geredet. Und jetzt reden wir über das Top Four der Easy Credit BBL. Ja, ich habe auch direkt heute Morgen eine E-Mail bekommen, ja, von meinem Easy Credit Newsletter, wo direkt das Ganze angekündigt wurde, inklusive Bildern und wie das Ganze auch im Twitch-Format diese Saison gezeigt werden wird, worauf wir auch noch eingehen werden, weil du, Niklas, wirst bei diesem Twitch-Format nämlich auch eine Rolle spielen, richtig? Exakt. Das ist seit einigen Wochen, bin ich mit denen in Kontakt und ich freue mich auf diese Herausforderung und da in diesem Event auch aktiv involviert zu sein. Aber dazu kommen wir gegen Ende der Episode. Ja, wir können auch jetzt schon darüber reden. Was wirst du denn genau bei diesem Twitch-Format diese Saison beim BBL-Pokal-Top 4 machen? Ah, okay, dann können wir es auch gleich besprechen. Und zwar, wem Twitch ein Begriff ist, weiß, dass es dort einen Live-Chat geben wird für User, zum Interagieren, zum Fragen stellen. Und wie jeder Internet-Chat brauchen sie auch Moderatoren, was die BBL jetzt beim ihrem ersten Event, den digitalen All-Star Day, noch nicht hatte. Und deshalb sind die mit einigen Leuten in der Community in Kontakt getreten, dass sie ein paar Chat-Moderatoren fürs nächste Event angeheuert haben. Und ich war einer dieser glücklichen Personen und deshalb wird man mich auch am Wochenende im Twitch-Stream beim Pokal-Top 4 im Chat als Chat-Moderator sehen können, damit ich auch aufpasse, dass sich alle gut benehmen, dass die Fragen auch rankommen und dass nicht immer dieselbe Frage kommt, nämlich warum Vlado Lucic so viel floppt. Ja, ich hatte in der E-Mail gelesen, dass das am Donnerstagabend schon losgeht, ne, irgendwo von 19 bis 21 Uhr mit den Nationalspielern Paul Zipser, Andy Obst, Luis Olinde, Nelson Weidemann, die ja jeweils einen der Vereine repräsentieren, die dort beim Top 4 auch mitmachen werden. Also Halbfinale sind ja Alba gegen Göttingen und Ulm gegen Bayern. Jetzt nochmal die Frage, wie sind denn diese Leute auf dich aufmerksam geworden? War das über Instagram oder war das sogar über Clubhouse, wo du meintest, du warst da ein paar Mal in irgendwelchen Diskussionsrunden mit bei? Über Clubhouse nicht direkt. Das war hauptsächlich, weil ich sehr aktiv im Twitch-Chat war während des digitalen All-Star Days und dann auch eine Art Nachbericht geschrieben habe, weil ich einfach wollte, dass dieses Event auch so ein bisschen mehr Plattform bekommt. Und da dachte ich, ich schreibe so ein bisschen Feedback und so einen Nachbericht dazu. Habe dann auch die Leute verlinkt, die damit zu tun hatten, wie zum Beispiel CBass oder auch den Easy Credit BBL-Account. Und dadurch sind die entsprechenden Leute auch mit mir in Kontakt getreten und haben mich auch gefragt, ob ich Bock hätte, beim nächsten Event vielleicht als Chat-Moderator einzuspringen. Und dann hatten wir auch einige Internet-Meetings und Videochats deswegen. Ich bin jetzt auch im Discord-Kanal, wo man dann auch während der Events im Voice-Kanal sich koordinieren wird. Zum Beispiel, welche Fragen man rannimmt, welche Kriterien man hat, so vielleicht für Leute, die vielleicht den Chat ein bisschen nerven mit Zugespamme oder und so weiter. Und ja, das ist basically, wie es zustande gekommen ist und wie es dann auch hinter den Kulissen ein bisschen ablaufen wird. So bist du sozusagen ein digitaler Türsteher, ja? Genau, ich bin ein digitaler Türsteher, nur dass dann die Personen nicht meine beeindruckende Statur von 2 Meter 820 Kilo vor sich stehen, sondern einfach nur einen Username im Chat sehen werden mit einem kleinen grünen Schwert daneben. Sehr, sehr geil. Nochmal ganz kurz für die Zuhörer und auch für mich, ja, was ist denn Discord? Discord ist eine Internetplattform, die sehr oft für anfangs wurde es sehr prekär fürs Zusammenspielen eingesetzt, für Internetspiele. Da gibt es sowohl Texträume als auch Videoräume oder Voice-Chats, also wo man halt sich nur per Stimme
unterhält. Und ja, dann davon, also auf dieser Plattform gibt es viele einzelne Server. Das sind dann quasi so, man könnte es vergleichen mit Foren. Es gibt halt so ein großes Forum zu einer bestimmten, also meistens ist es halt ein Twitch-Kanal oder eine Person, die eine Community hat, die sich halt auf einem Server bewegt. In diesem Server gibt es verschiedene Text- und Sprachräume zu bestimmten Themen. Also da gibt es oft einfach einen generellen Text-Chat. Dann gibt es auch, in den meisten Servern gibt es dann Chat, wo einfach nur Memes gepostet werden. Und dann gibt es auch Voice-Chats fürs Gaming oder halt Voice-Chats nur fürs zusammen abhängen und sich unterhalten. Alles klar, okay. Nur für mich, dass ich so ein bisschen nachvollziehen kann, worüber du überhaupt redest. Ja, ganz spannend, was den Pokalmodus angeht. Ich hatte auch heute Morgen noch einen Artikel vom RBB gelesen über die erste Alba-Mannschaft 1997, die den deutschen Pokal gewinnen konnte. Damals noch mit Leuten wie Marco Pesic, der jetzt Sportdirektor bei den Bayern ist, Sascha Obradovic, bei dem ich mal spielen durfte bei den Alba-Profis, und auch Henrik Rödel, der damals mein NLBL-Trainer war, und Leute wie Vladi Bogujevic, der damals bei Gießen gespielt hat, die gegen Alba im Finale gespielt haben, der jetzt auch bei Alba NLBL-Trainer ist. Und damals war das ja noch so total irgendwie ein bisschen was anderes, weil der Pokalmodus auch aufs ganze Jahr gestretched war. Auch mehrere Mannschaften aus unteren Ligen konnten dort mitmachen. Ich kann mich daran erinnern, dass der RSV Eintracht Stahnsdorf, der ja bei uns hier in der Nähe ist, vor einiger Zeit, wo sie noch in der dritten Liga, wo sie jetzt natürlich auch sind, damals gegen Quakenbrück spielen konnte, ja, gegen den Erstligisten, und auch ASV Berlin, wo unsere Eltern ja angefangen haben, Basketball zu spielen, durfte damals auch, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, aber auch gegen irgendeine höhere Mannschaft aus der ersten Liga, obwohl die gerade mal in der Regionalliga gespielt haben. Das hat sich ja über die Zeit ein bisschen entwickelt. Ja, zwischendurch waren es sogar nur 8 Teams, die dort mitgemacht haben in dem Pokal, sodass das im Endeffekt 3 Spiele waren und meiner Meinung nach diesen Pokalwettbewerb so ein bisschen diskreditiert hat. Wie war das denn dieses Jahr, Niklas? Erzähl doch mal, du hast dich damit beschäftigt. Dieses Jahr war das ja dann doch noch ein bisschen anders. Da war der Modus eigentlich ja noch so, dass eigentlich der Pokal vor der Saison ausgespielt werden musste, sollte aufgrund von Corona. Aber das hat jetzt nicht ganz funktioniert, weil wir haben jetzt April und jetzt findet erst das Top 4 statt. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, da musste ich mich tatsächlich nochmal wieder einlesen, weil es ist ja schon eine Weile her. Die Pokalspots wurden in kleinen lokalen vier Mannschaftsturnieren ausgespielt. Und zwar auch damals im Oktober. Krass. Es waren wirklich 4 Vierergruppen und jeder hat einmal gegen jeden gespielt. Und die ersten Teams dieser Vierergruppe sind dann ins Top 4 gekommen, was auch dazu geführt hat, dass wir jetzt so über, also hätten wir vor der Saison gedacht, dass Göttingen jetzt im Top 4 steht, hätten wir es nie geglaubt, aber Göttingen war halt in einer Gruppe, was dann mit Frankfurt, Gießen und Würzburg. Ja, aufgrund der geografischen Nähe. Aufgrund der geografischen Nähe, genau, weil durch Corona konnte man ja schlecht von den Teams erwarten, dass sie lange Wege auf sich nehmen, weil je länger der Weg, desto größer ist das Risiko, dass man sich irgendwo auf diesem Weg auch ansteckt. Ja, und zu der Zeit waren auch die Konzepte noch nicht so weit fortgeschritten und die Teststrategien noch nicht so weit. Und da war die Liga dann extrem vorsichtig damit und hat versucht, das in eine Bubble zu packen. Und wie gesagt, ja, eigentlich sollte der Pokal ja schon vor der Saison ausgespielt werden, was dann aufgrund von der Quarantäneverordnung und von verschiedenen, sagen wir mal, positiven Corona-Fällen in verschiedenen Mannschaften da nicht so ganz zustande gekommen ist. Ich kann mich erinnern, dass Alba ein paar Spiele nicht spielen konnte. Und ja, auch jetzt vor kurzem war das mit Braunschweig. Ne, sag nochmal, wann wurde das letzte Spiel, das letzte Gruppenspiel überhaupt gespielt, bevor die Halbfinals überhaupt feststanden? Das letzte Gruppenspiel zwischen Alba und Braunschweig fand am 20. Januar dieses Jahres statt.
Die Gruppenphase für den Pokal hat eigentlich im Oktober oder so begonnen. Genau. Quasi 2 Monate, nachdem eigentlich das, der Pokal hätte ausgespielt werden sollen, fand das letzte Gruppenspiel statt. Ja, fantastisch. Naja, immerhin haben sie es jetzt geschafft, dieses Event trotzdem auf die Beine zu stellen. Und ich denke auch gerade dadurch, dass sie halt das so in diese digitale Ebene bringen mit diesem Twitch-Kanal und das dort alles live zu bringen und auch Vorberichte zu bringen, wie sie es ja schon beim All-Star-Day mit dem digitalen All-Star-Day mit diesem 2K-Turnier da durchgeführt haben. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Ebene und auch für die Liga eine gute Möglichkeit, aus dieser Lage das Beste zu machen und dort so einen neuen Bereich zu erschließen, um auch neue Viewer da reinzubekommen und eine andere Community, eine junge, jüngere Community anzusprechen, um sich dann für das Produkt weiter zu interessieren. Ja. Nein, es ist gut, dass sie dadurch eine breitere Masse ansprechen, weil Twitch-Streams kann man sich halt auch anschauen, ohne einen Account zu machen. Den Account bräuchte man dann halt, um im Chat mit zu interagieren, was halt noch eine persönlichere Ebene bringt, da man ja versucht, so ein bisschen auch die Zuschauer mit ins Event einzubringen. Das hat man ja auf Magenta Sport gar nicht. Da gab es vielleicht ein paar Segmente, wo vielleicht auf Social Media unter Hashtags ein paar Beiträge gesucht werden. Aber hier gibt es ja zumindest diese Annäherung zu den Zuschauer, dass dieser auch seinen Input mit ins Programm mit einbringen kann. Ja, auf jeden Fall. Weißt du denn schon, wie das auf der Twitch-Plattform, also wir haben ja über Donnerstagabend geredet, da war es ja 19 bis 21 Uhr, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, seit der Aufnahme dieses Podcasts wird es schon stattgefunden haben. Wie wird es dann den Rest des Wochenendes aussehen? Also am Samstag werden beide Halbfinalspiele ausgestrahlt. Dort wird der Broadcast meiner Information nach 14.30 Uhr starten. Und bis etwa 21 Uhr gehen. Es wird halt vor dem ersten Halbfinale ein großes Segment geben im Studio, wo auch geplant ist, auch ein paar Leute wieder mit Interviews reinzuholen. Wahrscheinlich ein paar BBL-Legenden, um ihren Input zu den Halbfinals zu bekommen. Und in den Viertelpausen ist auch geplant, so ein bisschen Chat-Interaktion mit reinzubringen. Vor allem in der Halbzeit, um die Halbzeitpausen zu überbrücken und die Pause zwischen den beiden Halbfinals. Und am Sonntag gibt es dann den Broadcast zum Finale. Ich glaube, da müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken, ist mir gerade entfallen. Ich glaube, der findet auch ungefähr 14 Uhr, 14.30 Uhr startet er und geht bis etwa 18 Uhr. Sehr nice, sehr, sehr nice. Ja, das Ganze findet in München statt, im Audidome. Das heißt, wir werden keinen Alex Frisch als Kommentator haben, der damals 97 mit Alba den Pokal gewonnen hat und müssen uns dann wahrscheinlich wieder mit Kerner und Vogel zufrieden geben. Ich bin sehr gespannt, was du dann auch erzählen wirst davon, wer sozusagen vor die Kamera da kommen wird. Den ganzen Live-Chat habe ich gesehen, wird auch von einem YouTuber, von Seabass, von Bullshit TV geleitet und moderiert, den ich schon treffen durfte beim Shut Up and Play, wann auch immer es das letzte Mal stattgefunden hat, in unserem vorherigen Leben, als die Welt noch gut war. Ja, als die Welt noch normal war. Ist meiner Meinung nach ein super Typ, ja, mega cool gewesen, auch dort. Man konnte easy mit ihm quatschen, easy Hallo sagen. Und ein paar Worte wechseln und auch das, was er macht, ja, dass er da, sagen wir mal, von seinem Comedy-YouTube-Channel in irgendeiner Art und Weise diese Liebe zum Basketball versucht auszuleben und mit den Ressourcen, die er sich über seinen YouTube-Erfolg generiert hat, das auch auf etwas zu projizieren, was ihm wirklich am Herzen liegt. Und man merkt das, man sieht das auch, also der kommt ja aus Bochum und wir sind ja auch regelmäßig mit der NBBL dort und auch wo ich noch bei Starnsdorf gespielt habe, hat er dort bei den Astrostars in der Pro B die Spiele zugeguckt und die auch gesponsert, was ich übrigens sehr lustig fand, weil sie dann einen Bullshit-TV-Kackhaufen direkt hinten auf der Hose drauf hatten, was ich sehr geil fand. Aber selbst zu NBBL-Playoff-Spielen hat er dort in der ersten Reihe in der Halle gesessen und die Jungs angefeuert.
Also der lebt Basketball auf jeden Fall als Fan und versucht sich damit zu beschäftigen und ist auch gar nicht so, dass er irgendeinen Anspruch darstellt, irgendeine Ahnung zu haben. Klar gibt er in verschiedenen Formaten seine Meinung ab, aber letztendlich ist er auch immer bereit, dort die Experten reden zu lassen, das Ganze so ein bisschen in den Rahmen zu packen, wo man auch als Viewer einen gewissen Mehrwert davon hat. Und das finde ich echt gut, was er macht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du erzählst, ob da in irgendeiner Art und Weise auch zwischen dir und den Moderatoren eine Art Interaktion stattfinden wird und wie deine Erfahrungen dort sein werden. Vor allem ist es gut, dass CBS durch seine YouTube-Erfahrung auch weiß, wie man Leute über ein Internetmedium richtig unterhält. Das haben wir auch privat mal besprochen, dass dem deutschen Basketball so ein gewisser Unterhaltungswert fehlt. Ja. Es läuft sehr in der deutschen Mentalität analytisch ab, meistens. Ja. Manchmal nicht mal gut. Oft eigentlich. Ich habe schon wieder diese Woche Spiele gesehen. Ich habe mir diese Woche tatsächlich Alba gegen Ludwigsburg angeguckt und der Kommentator ist gefühlt eingeschlafen beim Reden. Also das war schlimm. Der hat einen Satz begonnen und hat zwischendurch einfach Pausen gemacht, die so 10 Sekunden lang waren, um dann noch 2 Worte oder 4 Worte hinten ranzuhängen. Also das war schlimm. Auch Thema Statistiken. Ja, also das waren Statistiken, die ich, als er angefangen hat zu reden, noch in meiner App gucken konnte. Und der Typ hat, während er moderiert, die Statistiken direkt vor sich und hat es nicht geschafft, einen normalen, zusammenhängenden Satz innerhalb von 5 Sekunden mit einer Information rüberzubringen, die er nur von seinem Screen ablesen muss. Der ist in dem Spiel 5-6 Mal, dachte ich, der ist einfach eingeschlafen, ja, während des Spiels. Und das ist genau das, was ich meine. Ja, jetzt müssen wir uns am Wochenende dann wieder mit Kerner und Vogel zufrieden geben, die zwar viel labern und viel um den heißen Brei rumreden und dann den Abteilung Basketball-Podcast dann irgendwie hypen, aber dann höre ich mir diesen Podcast an und dann reden die da irgendwie über Zwiebelschneiden oder über Segeln oder so ein Schrott. Ja, ist kein Witz. Also und deswegen, so wenn man da Leute hat, die dann so richtig Bock darauf haben, auch das zu vermitteln und diesen Lifestyle zu vermitteln und nicht in ihrem, sagen wir mal, alteingesessenen oder gefühlt sogar fachfremden Milieu da irgendwie wildern können, dann ist das schon ein großer Gewinn für die Basketball-Community und für den Wachstum des Basketballs in Deutschland, meiner Meinung nach. Ja, vielleicht haben auch einfach die Gäste, die sie haben, einfach sehr viel Spaß am Zwiebelschneiden. Ja, weiß ich jetzt nicht, weil ich auch immer wieder diese Videos oder diese Podcasts zugeschickt bekomme mit dem Hinweisen auf den jeweiligen Gast, was ich auch gut finde. Ja, aber ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand sich über diese anderen Sequenzen dort begeistert geäußert hat. Aber ist ja auch egal, darum geht es ja auch eigentlich gar nicht und wir können froh sein, dass die BBL versucht, das Medium Instagram, das Medium Twitch für sich zu nutzen und dort in Zukunft noch breiter sich aufzustellen und sie versuchen ja auch immer wieder neue Leute dort reinzubringen, junge Leute auch reinzubringen, die den Instagram-Account dort leiten oder so wie jetzt, wer weiß, was daraus wird bei dir, ja, aus dieser Möglichkeit dort mal mitzuwirken. Und einfach dort junge, willige Leute reinzubringen, die dort ein bisschen Style reinbringen und auch immer so ein bisschen auch mit den Leuten relaten können. Also ich meine, wenn da zum Beispiel ein Paul Zipsan, Andy Obst, Luis Olinde und Nelson Weidemann dann sitzen werden, so, dann haben die keinen Bock, irgendwie so einen alteingesessenen Typen da mit seinen alten Männerwitzen zu hören. Ja, sondern die wollen sich über geile Sachen unterhalten, ja, die wollen sich über Sachen, Lifestyle, über die Erlebnisse, die wollen ein bisschen rumjoken, ein bisschen Spaß haben, so, es ist alles nicht so ernst. Ich habe immer das Gefühl, diese Kommentatoren oder Moderatoren, wenn die so nach dem Spiel auch Fragen stellen, die sind immer so ein bisschen auf der Suche nach so einer Schlagzeile, ja. Ich hatte jetzt bei dem Spiel Alba gegen Gießen, hatten sie vor dem Spiel Nils Giffey interviewt und hatten ihn so Sachen gefragt wie, ja, ihr seid ja jetzt am Wochenende in München in dem gleichen Hotel wie damals, als ihr die Meisterschaft in der Bubble gewonnen habt. Das muss doch ein Vorteil für euch sein. Und Nils hat nur da gestanden und meinte so, ach wirklich, sind wir das? Ja, so, also wenn das ausschlaggebend ist, dann kann man eigentlich einpacken.
So, es war beim All-Star Day ganz, ganz lustig, als sie gleichzeitig Paul Zitzer und Basti Dorit in der Leitung hatten, die dann dieses 2K-Spiel zusammen kommentiert haben. Basti Dorit schon mit einem Weinglas in der Hand. Ja, das ist einfach. Hin und her gespielt und das war sehr unterhaltsam. Ja. Sag ich dir, so, mehr sowas und weniger Schlagzeilgeilheit. Und das ist einfach so, wie es sein muss. Und dann die nächste Frage war, Alba kann ja jetzt Rekordpokalsieger werden. Wie fühlen Sie sich dabei, dass das am Wochenende passieren kann? Und dann meinte er auch, ja, das ist dem Team doch scheißegal. So, das Team geht da raus und versucht sein Bestes zu geben und versucht für das jetzige Team diesen Pokal zu gewinnen. Und dann meinte er auch, ja, für die Verantwortlichen ist es wahrscheinlich wichtig. Für die Fans ist es wahrscheinlich auch wichtig. Aber für das Team ist es doch nicht wichtig, dass Alba vorher 10 Pokalsiege gewonnen hat. Ja, das Team fokussiert sich darauf, am Wochenende 2 Spiele zu gewinnen. Das Team fokussiert sich darauf, zusammen zu wachsen und diese Saison gut abzuschließen und so viele Titel und so viele Erfolge wie möglich zu feiern und so viele Erinnerungen wie möglich zu schaffen. Ja, aber du kannst doch nicht einen Nils Giffey fragen, ja, wie fühlst du dich, dass jetzt seit 1970, 80, was auch immer, hier das und das passiert ist. So, das ist dem doch egal. Der hat diese Saison schon 70 Spiele gespielt. Der kann froh sein, dass er noch laufen kann bei dem Pensum, was er gerade spielt. Und dann kriegt der so eine Scheißfragen vor den Latz geknallt. Und dann hat er auch gesagt, ja, also den Verantwortlichen ist es wahrscheinlich super wichtig. Uns ist einfach nur wichtig, dass wir am Wochenende gut spielen und am Wochenende diese beiden Spiele gewinnen. Ja, auch das Gefühl, das ist so quasi das Standard-Template. So, hier beliebigen historischen Fakt einfügen, wie fühlen Sie sich damit? Ja, aber so zieht man meiner Meinung nach keine Zuschauer und vor allem auch nicht die Zielgruppe, die man ja ziehen will. Ja, ein junges Publikum, ein Publikum, was sich für Basketball begeistert. Also ich erinnere mich daran, wie als wir jung waren, wir haben uns einfach dafür begeistert, dass Basketball im Fernsehen gelaufen ist. Und wir konnten, also damals war das ja noch nicht so, wir mussten dann DSF oder Sport 1 gucken, um die Spiele zu catchen. Ja, und waren einfach so, wir wollten uns einfach davon begeistern lassen, aber dieses ganze, diese Schlagzeilengeilheit, dass man dann irgendwo in der Zeitung oder bei irgendwelchen Internetartikeln dieses Zitat posten kann, das ist meiner Meinung nach halt einfach nicht zeitgemäß und das zielt halt auch nicht darauf ab, was die junge Basketball-Community aus diesem Erlebnis raushaben will. Ja, das ist, man merkt, der Basketball modernisiert sich, nur das alles drumherum hängt noch ein bisschen hinterher. Ja, gut, also jetzt auch genug mit dem Rant, ne? Ja. War so ein bisschen, ist ja auch eine Plattform für uns beide, um das mal rauszulassen. Ja, schönes Shooting from the Hip Segment eingefügt. Piu, 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 piu. Ja, auf jeden Fall, gut, kommen wir zurück zum Wochenende. Wer spielt gegen wen? Und wer gewinnt das Ding, Niklas? Also, die Halbfinals lauten einmal Alba gegen Göttingen und einmal Bayern gegen Ulm. Ich würde sagen, wir fangen mit Ersterem an. Alba gegen Göttingen ist für mich eine klare Angelegenheit. Alba hat beide Spiele gegen Göttingen zweistellig gewonnen, das letzte sogar mehr als deutlich. Deshalb denke ich, dass auch Alba hier wieder einen relativ deutlichen Sieg einführen wird und im Finale spielen wird. Wie sieht es mit dem anderen Halbfinale aus? Ulm gegen Bayern? Bei Ulm gegen Bayern war ich mir lange Zeit sehr unsicher, weil Bayern hat jetzt in relativ kurzer Zeit 3 Niederlagen in der Bundesliga gehabt. Einmal gegen Hamburg, einmal gegen Braunschweig, einmal gegen Gießen. Und Ulm ist gerade sehr gut drauf. Was für mich den Ausschlag allerdings für Bayern macht, ist zum einen der Heimvorteil, zum anderen der Hype, gerade dass sie als erstes deutsche Team überhaupt in den Euroleague-Playoffs stehen. Weshalb ich denke, dass sie am Wochenende extra fokussiert antreten werden, dass vor allem ein Wade Baldwin sehr fokussiert spielen wird und Bayern einen wahrscheinlich knappen Sieg einführen wird gegen Ulm. Und was meiner Meinung nach noch dazu kommt, also bei den Halbfinals gehe ich mit dir voll mit, aber was noch dazu kommt als Vorteil für die Bayern ist, dass sie jetzt am 13.04. das letzte Mal gespielt haben, Dienstag, und dann erst wieder Samstag. Ja, das sind Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 3 Tage zwischendurch frei,
die sie normalerweise nicht haben, wenn sie in der Euroleague spielen, weil die Euroleague Playoffs erst die Woche darauf erst beginnen. Ja, und das ist dann doch, man kann noch mal einen Tag frei machen, man muss nicht reisen, man ist zu Hause und man kann sich noch mal regenerieren. Und ich denke, dass das auf jeden Fall Ausschlag geben wird in diesem Halbfinale. Und wie gesagt, Heimvorteil, Audi Dome, eigene Körbe und so weiter. Also da sehe ich die Bayern auch vorne. Auch mit Alba gehe ich absolut mit. Also niemand hätte gedacht, dass Göttingen dort im Halbfinale steht. Ja, auch ein bisschen bedingt durch diese Bubbles, die dort passiert sind. Und auch wie Alba sich jetzt gegen Gießen, die wirklich gut gespielt haben, unter der Woche nochmal zurückgekämpft hat. Ich glaube, die wollen das. Und ich glaube auch, dass der Trainingsstaff es schaffen wird, sie nochmal so ein bisschen zu kitzeln und ein bisschen zu motivieren. Und man weiß ja auch ganz genau, dass Leute wie Luke Sigma und Nils Giffey dann nochmal in der Mannschaft auch die entscheidenden Impulse setzen können, um dort ready in dieses Wochenende zu gehen. Okay, wir nehmen also beide an, Bayern gegen Alba im Finale. Wie sieht's da aus bei dir? Natürlich als Berliner mit vollem Herzen hoffe ich, dass Alba gewinnt. Mein Kopf sagt allerdings, dass, wie gesagt, Bayern sehr fokussiert antreten wird, es als Generalprobe für die Euroleague Playoffs ansehen wird und deshalb auch hier im Finale sehr fokussiert antreten wird und einen wahrscheinlich knappen Sieg gegen Alba einführt und den Pokalsieg in eigener Halle einheimsen wird. Okay, alles klar. Ja, also ich habe ja mich beim NCAA Top 4 darauf verlassen, dass ich so ein bisschen die Homer-Karte spielen kann und im Finale auf Baylor gehen kann. Und das hat gut funktioniert. Ja, ich hatte ja alle Tipps richtig und Baylor hat das Ding ja nach Hause gefahren. Und genau deswegen, ja, vertraue ich darauf, dass es wieder so sein wird, dass ich die Homer-Karte spielen kann, dass ich Alba Berlin mit dem Pokalsieg sehen werde und auch sehen möchte. Ja, viele Jungs dabei, mit denen ich in meiner Karriere schon Kontakt hatte. Nils Giffey, mit denen ich in der NBBL gespielt hatte. Johannes Thiemann, gegen den ich in der zweiten Liga gespielt habe. Malte Delo und Jonas Matisek, die ich schon verfolge, seit sie kleine Jungs sind, auch verschiedene Berührungspunkte gehabt. Man sieht sich immer mal wieder in der Halle und hat auch Workouts zusammen gemacht. Ja, gegen Luis Olinda habe ich damals, wo er noch ein junger Bursche war, in der Pro B, wo ich bei Stahnsdorf war, gespielt. Und man wünscht es ihnen einfach. Ja, also diese Mannschaft macht Bock und auch gerade als Berliner kann man darauf stolz sein, wie diese Mannschaft sich über die letzten Jahre entwickelt hat und auch wie die Jungs sich entwickelt haben. Siehst du, Maudolo habe ich völlig vergessen. Ich spiele gegen Maudolo Basketball, seit ich 10 Jahre alt bin, jede Saison. Wir sind im gleichen Jahrgang, wir sind im gleichen Basketballsystem groß geworden. Und da kann man einfach nicht anders als Fan dieser Mannschaft zu sein, auch mit den Spielanteilen, die sie haben und mit der Spielkultur, die dieses Team einfach aufs Parkett bringt. Und deswegen traue ich mich dann auch einfach mal zu sagen, dass Alba Berlin in München diesen Pokal nach Hause bringen wird. Ja, ich hoffe, du hast recht. Also ich möchte auch gern Alba als Pokalsieger sehen. Also ich hoffe auch, dass ich mit meiner Prediction falsch liege. Nur mein Kopf sagt mir halt, Bayern wird sehr hungrig und sehr aggressiv auftreten und vor allem, das wird vor allem ein Wade Baldwin sehr anzecken im Pokal nochmal mit einem guten Wade Baldwin-Spiel zu kommen. Ja, wird schon. Guten bis sehr guten. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich liege falsch. Ich gerne Alba spiele. Ich sehe auch gern, wie sie die jungen deutschen Spieler einsetzen. Ich sehe vor allem gerne die Entwicklung eines Maudolos. Also ich finde es sehr gut, dass der sich mittlerweile in der BBL-Elite verankert hat und vor allem auch in der deutschen Nationalmannschaft einen festen Platz besitzt. Und ich finde es auch, ich hoffe sehr, dass seine Entwicklung weiterhin so hoch geht in nächster Zukunft und er auch verletzungsfrei bleibt, um zu sehen, ob man vielleicht auch so ein bisschen eine neue Identifikationsfigur erschafft durch Maudolo für deutsche Basketball. Auf jeden Fall. Also am Donnerstag geht's los, 19 bis 21 Uhr auf Twitch und dann die Halbfinals am Samstag um 16 Uhr und um 19.30 Uhr die Bayern gegen Ulm als erstes
und Göttingen gegen Alba dann am Abend und am Tag drauf dann, ich weiß gar nicht, ob es ein Spiel um Platz 3 gibt, darüber können wir gleich auch nochmal reden, aber dann das Finale auch irgendwann mittags. Weißt du, ob es ein Spiel um Platz 3 gibt? Meiner Information nach nicht, tatsächlich. Okay, weil auch in vergangenen Jahren war dieses Spiel um Platz 3 dann immer doch sehr ja, kurios, sagen wir mal, weil dieses Spiel um Platz 3 im Pokal, es gibt keine Medaille und es gibt keine Prämien oder so. Und dann war das doch immer ganz lustig zu sehen, welche Leute dann dort dann mal auf dem Feld stehen dürfen, die normalerweise in der Saison vielleicht mal Garbage Time bekommen und dann auf einmal auf dem BBL-Parkett gegeneinander 20, 25 Minuten spielen. Aber da könnte man noch eine ganz eigene Episode wahrscheinlich drüber machen. Ja, so eine Episode über kuriose Basketballgeschichten. Ja, auf jeden Fall. Den Stream ist zu sehen auf twitch.tv/easycreditbbl, alles klein, alles zusammengeschrieben. Wie gesagt, man braucht keinen Account, um sich das anzuschauen. Wenn ihr im Chat aktiv sein wollt, dann müsst ihr euch halt einen kostenlosen Account dort machen. Und ich werde als Moderator im Chat unterwegs sein und versuchen, eure Fragen ins Studio zu leiten, dass diese dann auch beantwortet werden. Wie ist dein Twitch-Name? Wie kann man dich erkennen im Chat? Mein Twitch-Name ist Big to the Nick, genauso wie mein Instagram-Handle. Also du wahrscheinlich dann auch darüber informieren wirst, ne? Natürlich. Und dann wieder eine schöne Review Anfang nächster Woche raushauen wirst. Ja, ich werde dasselbe machen wie beim All-Star-Day. Ich werde eine schöne Review machen, sagen, was gut läuft, sagen, was nicht so gut lief, was man verbessern könnte. Weil ich finde, dass so ein Projekt und auch so ein bisschen so ein Experiment Twitch, dass man das auch gut reviewen kann, einfach. Sehr nice. Also verlinkt mich dann und dann kann ich auch meine Story posten bei Nice Hoops Official und dann können wir da doppelt drauf aufmerksam machen, weil wir sind auf jeden Fall mega Basketball begeistert und ich habe auch Bock, das einfach allen mitzuteilen, die darauf auch Bock haben, ja, mit denen ich das teilen kann und auf jeden Fall auch teilen möchte, damit es einfach diese Basketballbegeisterung und diese Basketball-Community weiter wächst und weiter ausgedrückt und in die Welt getragen wird. Ja. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall aufs Wochenende. Ich hoffe, ihr euch auch. Also, dass du dich drauf freust, weiß ich ja. Generell. Ja, immer. Basketball. Und wünsche euch ein schönes Wochenende und nächste Woche sehen wir uns dann wieder mit dem zweiten Interview unserer Interviewserie. Alles klar, Leute. Haut rein. Macht's gut.